Hallo liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße, unser RWE-Videotalk. Ja, heute dürfen wir einen Gast bei uns im Studio begrüßen. Markus Stegmann ist da, Direktor Profifußball bei RWE. Freuen uns, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Den anderen Herren im Studio muss ich gar nicht mehr vorstellen. Ihr kennt ihn, Justus Heinisch, RWE-Reporter. Moin. Mein Name ist Kira Alex. Bevor wir gleich aber ins Thema hier einsteigen, muss ich noch einmal die Werbetrommel rühren. Mittwoch, 29. November, das ist jetzt dieser Mittwoch, 18 Uhr, ist hier Markus Uhlich zu Gast. Live Podcastaufnahme Fußball Inside in Kooperation mit unserem Videotalk von der Hafenstraße. Es gibt noch Tickets, 10 Euro, Snacks und Getränke sind inbegriffen. Den Link, wie ihr an die Tickets kommt, schreiben wir euch auch bei YouTube nochmal in die Beschreibung. Ihr könnt auch Fragen stellen. Das Ganze findet hier bei uns in Essen im Funke Medienhaus statt. Wenn ihr dabei sein wollt, freuen wir uns, wenn ihr kommt. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir halten uns heute, würde ich vorschlagen, nicht so stur an die 19:07 Minuten. Gibt bestimmt einiges zu besprechen. Nicht nur das Spiel gestern, aber ich würde sagen, damit starten wir mal. Ingolstadt, ihr wart beide da, 1:2. Wie habt ihr es gesehen? Fang du gerne mal an. Ja, ein Stück weit unnötige Niederlage. Vielleicht am Ende aber auch nicht ganz unverdient, weil wir gerade in den ersten 25 Minuten doch von Ingolstadt sehr stark unter Druck gesetzt worden sind, zu Fehlern teilweise gezwungen worden sind, waren dann auch eben zwei individuelle Fehler. Und dann, wenn man 2:0 eben zurückliegt, dann ist es immer schwer, ein Fußballspiel zu gewinnen. Kam danach dann noch gut zurück. Sadie Harenbrocken macht ein schön herausgespieltes Tor. Aber schlussendlich hat es dann Ingolstadt auch immer wieder geschafft, durch Unterbrechungen den Spielfluss klein zu halten bei uns. Dass wir dann doch unsere spielerischen Qualitäten nicht in Gänze so auf den Platz bringen konnten. Und am Ende muss man aber auch sagen, dass Ingolstadt mit dieser großen individuellen Qualität, die sie dann haben, es geschafft haben, uns kaum noch auch in der zweiten Halbzeit zu gefährlichen Chancen haben kommen lassen. Ja, und deswegen verlierst du dann so ein Spiel, wenn du nicht direkt auf dem allerhöchsten Level von Beginn an bist. Würdest du, Justus, als, ich würde mal sagen, neutraler Beobachter, als jemand, der bei RWE arbeitet, unterschreiben, dass es eine verdiente Niederlage ist? Jetzt ist leider diese Siegesserie gerissen. Ja, schon. Also das stimmt, dieses erste Drittel war halt ein bisschen unglücklich aus RWE-Sicht. Aber danach war es eigentlich, fand ich, ein gutes Spiel. Ingolstadt ist nun auch wirklich keine schlechte Mannschaft, auch wenn die in der Tabelle unter RWE stehen. Haben gute Klasse, auch viel Geld dahinter. Gestern, also ich war das erste Mal in Ingolstadt und ja, wie man davor schon hörte, also Audi ist ja wirklich omnipräsent als Sponsor und dieses Stadion. Es war relativ klein, aber ich sag mal, die ganze Struktur da, das ist schon, man merkt, dass da Kohle hinter sitzt. Umso besser, dass eigentlich dann ab der 30. Minute, ab dem 1:2, fand ich RWE eigentlich besser, es war mehr drin. Und ich fand, dass die Rot-Weißen so gehadert haben mit dieser Niederlage, zeigt ja eigentlich nur das gewachsene Selbstverständnis. Also ein 1:2 in Ingolstadt, man kann da verlieren, aber dass man dann sich so ärgert, zeigt ja nur, dass man gut gespielt hat. Die Fans waren erst so ab der circa zweiten Halbzeit, glaube ich, im Block. Da gab es Probleme mit der Zuganreise. Wie habt ihr das im Stadion erlebt? Eigentlich haben sich ja viele angekündigt und dann waren sie irgendwie doch erstmal nicht da und der Block sah noch. Da kam relativ spät so die Info an uns durch, sodass die Möglichkeit, das Spiel noch weiter nach hinten zu verschieben, schwierig war. Die Mannschaften waren dann schon im kompletten Aufwärmprozess drin, haben es dann nochmal geschafft, ein paar Minuten es nach hinten rauszuschieben. Ja, ich glaube 10 Minuten oder so waren es im Endeffekt. Waren es dann, es sollte als Zeichen wahrgenommen werden von uns, dass wir natürlich auf die Unterstützung unserer Fans setzen. Und man hat es dann gemerkt, auch zweite Halbzeit kam nochmal so ein Ruck, auch von den Rängen, auch auf die Mannschaft, dass sie nochmal alles versucht hat. Aber klar, also wir spielen es für unsere Fans, die haben eine riesen Anreise auf sich genommen, dahin zu kommen. Und dass sie dann zur zweiten Halbzeit erst kommen können, ist natürlich sehr unglücklich. Würde ich mal mindestens so sagen. Ja. Ja, die Fans können einem nur leid tun. Also auch die Rückreise war wohl, wie ich hörte, von ziemlichen Komplikationen geprägt. Die kamen erst spät in der Nacht wieder, die Zugreisenden. Also das muss ein ganz schlimmer Trip gewesen sein. Und ich fand auch, also unpopuläre Meinung, gestern fand ich alles sehr in Ingolstadt sehr aufgebläht. Also Audi hatte, glaube ich, Freikarten verteilt. Das war nicht der Fußball, wie ich ihn persönlich gut finde. Ich freue mich, dass es dann noch an der Hafenstraße wieder weitergeht und nicht sowieso auf dem Kirmesplatz die Stimmung ist. Also, dass sie trotzdem dieses Spiel natürlich ausgewählt haben für diese große Freikartenaktion, zeigt natürlich auch, welche
welche Wertigkeit das Spiel für Ingolstadt hatte. Ja. Also Ingolstadt ist klar in die Saison gegangen, um aufzusteigen. Das darf man ja nicht vergessen. Sie haben mit den höchsten Etat in der Liga. Sie haben absolut professionelle Bedingungen vor Ort. Sie fliegen zu sehr vielen Spielen hin. Also es ist alles darauf ausgerichtet, in die zweite Bundesliga zurückzukommen. Und na, vor dem Spieltag waren wir eben auf Platz 3 und damit für sie irgendwo ein ganz klarer, ja, direkter Gegner, den es zu schlagen gilt. Und das hat man von der ersten Minute und in dem Ganzen, auch als es darum ging, möglichst das Spiel noch nach hinten zu verschieben, auch mit den Verantwortlichen im Gespräch, hast du gemerkt, boah, das ist denen gar nicht so recht. Also die wollten am liebsten um 2 Uhr das Spiel auch sofort beginnen lassen, um ja, sofort mit Vollgas da reinzugehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen taktischer reingehen, was hat RWE vermissen lassen gestern? Was irgendwie in den letzten Spielen, die ja größtenteils siegreich, ich glaube die letzten 5 Siege, was sie da gezeigt haben? Was haben sie da gestern vermissen lassen? Kann man das so an einer Sache irgendwie festmachen? Oder fehlte dann manchmal einfach das Spielglück? Oder... Ich fand nicht, dass es die eine Sache gab. Also klar, Konzentration in den ersten 20 Minuten, okay, ist das eine. Aber wir haben wieder gesehen, die dritte Liga ist eine Fehlerliga. Es wird eiskalt bestraft. Ja. Ingolstadt hat RWE zu Fehlern gezwungen und dann nimmst du da den Sieg mit. Also es sind so viele Kleinigkeiten, ich glaube, das sage ich jede Woche, die ein Spiel entscheiden, in welche Richtung es geht. Und es gab es nicht den einen großen Faktor gestern, sondern so halt ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Ärgerlich auch die gelb-rote Karte von Felix Götze, über den wir gleich sicherlich auch sowieso noch sprechen werden. Aber wie habt ihr das gesehen? Justus, du hast mir noch vorher erzählt, das war, vielleicht kannst du es nochmal erläutern mit der gelb-roten Karte und jetzt. Ja, er hatte ja zunächst kurz nach der Pause seine gelbe gesehen, das war seine 5. Und dann kurz vor Schluss ist er dann mit gelb-rot vom Platz geflogen. Damit fehlt er in Sandhausen. Gleichzeitig sagen aber die DFB-Regeln, dass wenn man quasi nach der 5. direkt die gelb-rote kriegt, das Konto auf 4 gelbe Karten zurückgestuft wird. Heißt, in München dürfte er wieder spielen, wenn er da eine gelbe Karte sieht, dann ist er wieder gesperrt, weil es seine 5. ist. Also, blöd gelaufen. Kann man so sagen, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass Felix für uns ein sehr wichtiger Spieler ist, hat bisher richtig gute Leistungen gebracht in dieser Saison, ist mal stabil, gesund. Ich kann mich erinnern, als ich im April zu RWE gekommen bin, glaube ich, war es der Spieler, den ich als letztes dann begrüßt hatte. Der war damals, glaube ich, 3-4 Wochen am Stück krank gewesen. Und jetzt merkt man einfach, dass er fast durchgehend fit war, die Zeit. Und deswegen wichtiger Faktor für uns. Umso ja, schwieriger ist es für uns, ihn zu ersetzen. Aber jetzt sind eben auch die Leute aus der zweiten Reihe gefragt, sich zu zeigen, Leistung zu bringen. Trainer hat es ja angesprochen, Musti Kuruma könnte eine Option sein und ja, dann sind die jungen Leute mal gefragt. Hat ja auch gezeigt, dass er schon kann. Was mich mal interessieren würde, gestern, Kira hat schon gesagt, die Serie von 5 Siegen hat geendet. Natürlich ist man irgendwo traurig, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Weltuntergang ist. Wie bewertest du so vielleicht die letzten Wochen seit der Niederlage in Unterhaching und gegen Verl und dann den 5 Siegen? Wo und es jetzt ganz das. Dunkel genau. aussah, wo wir hier auch im Talk irgendwie. Vielleicht so die letzten Wochen einmal, wie hast du das alles erlebt? Ja, war natürlich schon so ein Wellenbad der Gefühle, kann man sagen. Ne? Also wir verlieren nach dem Sieg gegen Tabellenführer Dresden, der ja 3-1 sicherlich auch ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, aber danach verlierst du gegen Unterhaching 4-0 und bekommst dann eben eine 0-5-Klatsche von Verl, wo man natürlich auch inzwischen das auch einschätzen kann, wie gut Verl auch ist. Trotzdem, nochmal, das ist in keinster Weise unser Anspruch, ein Spiel so hoch zu verlieren, noch dazu dann zu Hause. So, und dann machst du dir als Verantwortlicher, als Trainer schon einen Gedanken, wenn du 0-9 da raus bist. Ne? Da gab es die kommunizierte Entscheidung Felix Bastians. Und trotzdem war dann dieses Spiel Borussia Dortmund, war extrem viel Druck drauf. Also, und wie die Mannschaft dann und der ganze Verein damit umgegangen sind, wenn ich überlege, waren fast 12.000 aus Essen dann im Stadion, also was für eine Unterstützung die Mannschaft in diesem Moment bekommen hat. So, das war sensationell und wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat, ich glaube, Winko Scharpin hat es dann auch mal im Interview gesagt, dieser Sieg, das war unglaublich wichtig. Da waren unheimlich viele Emotionen drin von allen Beteiligten und das war so ein bisschen vielleicht auch die Initialzündung für die später kommenden Siege, die dann zum Teil glücklich waren. Aber am Ende hast du es dann das ein oder andere Mal dann auch erzwungen. Ja, und da hat die Mannschaft schon jetzt eine tolle Serie hingelegt. Am Ende zählen jetzt die Punkte, die wir haben. Wir haben jetzt 27 Punkte. Das ist zum Zeitpunkt jetzt mehr als okay. Ich glaube, wir haben vor der Saison gesagt,
Wir wollen mehr Punkte haben, wir wollen besseren Fußball spielen, wir wollen uns weiterentwickeln und zum Zeitpunkt jetzt ist die Mannschaft da mehr als im Soll. Wir haben ja auch viel über die Kaderstärke im Sommer gesprochen, bevor man es irgendwie richtig einschätzen konnte. Jetzt so langsam nähern wir uns der Winterpause, es sind noch 4 Spiele. Jetzt könnte man mal so eine erste Bilanz ziehen, wo man steht. Jetzt gerade hast du gesagt, mehr als okay. Ja. Aber man schielt ja dann irgendwie doch noch um. Das geht ja aber auch in Essen nun mal sehr schnell. Die Emotionen sind da super omnipräsent, vielleicht auch mehr als bei anderen Vereinen, mit Sicherheit sogar. Ja, ich glaube, man muss es einschätzen, wo man herkommt. Also wenn man die Rückrunde der vergangenen Spielzeit nimmt, die für sich genommen ist RWE abgestiegen. Wenn man noch dazu das Wasserspiel gegen SC Freiburg nimmt, stimmt, was man gewonnen hat unter grenzwertigen Umständen, dazu das Spiel Zwickau, Becherwurf beim Stand von 1-1 abgebrochen. Also da kam dann schon vieles zusammen. Es war eine sehr schwierige Phase. Wir hatten im Sommer, glaube ich, einen großen Umbruch. Insgesamt haben wir jetzt 18 Abgänge, 9 Zugänge gehabt. Und unterm Strich, deswegen habe ich gesagt, ist es, glaube ich, mehr als okay mit diesen 27 Punkten, wo man steht. Wir haben jetzt noch 4 Spiele bis zur Winterpause. Natürlich möchte man so viele Punkte holen wie möglich, aber wir haben auch gestern wieder gesehen, in welchen Fokus wir als Mannschaft, als Verein dann auch geraten sind, von so Schwergewichten wie eben Ingolstadt oder Saarbrücken, Sandhausen, Bielefeld, ja, waren jetzt auch sehr offensiv in der Formulierung der Ziele bis zur Winterpause. Und jetzt haben wir mit Sandhausen auch wieder eine Mannschaft vor der Brust, die ganz klar das Ziel vor der Saison geäußert haben und es auch nochmal mit dem Trainerwechsel mehr als unterstrichen haben, dass sie jetzt hoch wollen, so, dass sie den eigenen Ansprüchen und Zielen hinterherlaufen. So, und da gilt es ja für uns als Mannschaft, als Verein alles daran zu setzen, am Samstag die nächsten Punkte für uns zu holen. Und wo wir dann stehen nach dem 20. Spieltag, ich glaube, dann können wir nochmal vielleicht einen Strich drunter machen. Aber es sind noch 4 Spiele und die sind schon noch sehr wichtig für uns. Sag gerne, was du sagen willst. Ja, ich finde es ein gutes Stichwort. Sommer-Kaderzusammenstellung. Du kamst im Frühjahr nach Essen von Viktoria Köln. Dann bist du relativ schnell in die erste Reihe gerutscht. Und ja, ich glaube, das war erstmal Krisenmanagement für dich. Dann der Sommer, die ganzen Turbulenzen, eine chaotische Jahreshauptversammlung. Ihr habt die Wogen mittlerweile geglättet. Es geht in die richtige Richtung. Aber nimm uns mal mit, wie war das denn, dieser Sommer? Was waren so eure Analyseergebnisse und wie ging es dir persönlich in den ersten Wochen? Ja, ich glaube, der erste Tag war der Sieg gegen Freiburg. Da war dann erstmal schon mal ein bisschen Erleichterung, dass man noch sagt, okay, es geht alles in die richtige Richtung. Trotzdem danach ist nicht selbstverständlich, dass dann ein Sportdirektor den Verein dann verlässt, nach 14 Tagen, nachdem man da ist. Dann ging es weiter mit der Jahreshauptversammlung, du hast es angesprochen. Es waren schwierige Ergebnisse da. Wir haben zum Glück einen sehr versöhnlichen Ausklang mit dem Niederrhein-Pokalsieg gegen RWO geschafft. Und dann ging es in die Sommervorbereitung mit allen Ressentiments, die dann auch vielleicht dann auch entgegenschlagen. Man hat mit einigen verdienten Spielern aus dem Aufstiegskader eben dann auch teilweise nicht verlängert. Bitte ich auch nochmal so ein bisschen um Verständnis aufgrund der sportlichen Situation, wie sie sich dann nach der Rückrunde dann auch dargestellt hat, dass man was verändern musste. Haben dann geschaut, wo der Kader insgesamt Bedarf hat, wo wir ihn verstärken können. Dass wir jetzt da stehen, das freut uns alle, ist eine tolle Momentaufnahme. Aber wie gesagt, das ist noch... Wir sind am Anfang eines Weges, wir haben die Mannschaft, denke ich, deutlich verjüngt. Wir haben gegen Dortmund, ich glaube, die jüngste Startelf komplett in der dritten Liga mit 23,7 aufgestellt. Du kannst in den ersten 3 liegen, wenn ich reingrätsche. Okay. Hab das mal recherchiert. Okay, sogar das. Ich habe nur dritte Liga so ein bisschen geschaut. Also deswegen, da ist auch noch Potenzial in der Mannschaft drin, denke ich, sich weiterzuentwickeln. Und von daher sind wir jetzt für den jetzigen Stand erstmal zufrieden. Jetzt mit der Winterpause ist der nächste Zeitpunkt, wo man das Gleiche im Prinzip nochmal machen kann. Gucken, wo stehen wir, wo sehen wir Bedarf? Deswegen frage ich einfach so plump, wo sieht man den Bedarf noch ja, im Kader? Grundsätzlich haben wir, das meine ich auch so, wirklich volles Vertrauen jetzt in den Kader. Richtig ist immer natürlich auch, dass er schon sehr knapp bemessen ist. Wir haben mit Fabi Rüth, der jetzt seit fast 8 Monaten mit dem Kreuzbandriss ja auch ausfällt,
den man nicht komplett planen kann, haben wir 21 Feldspieler. Wir haben den Ekin Celebi, der die komplette Hinrunde jetzt ausgefallen ist, wo wir alle gute Hoffnung sind, dass er zum 2. Januar dann ins Mannschaftstraining zurück einsteigt. Wir haben Thomas Eisfeld, der fast 3 Monate schon mit Syndesmose-Anriss jetzt ausgefallen ist, der hoffentlich jetzt auch kurzfristig wieder einsteigen wird. Und dahinter noch das ein oder andere junge Talent, mit dem vor der Saison vielleicht auch keiner so wirklich gerechnet hat, beispielsweise Nils Kaiser, Sascha Völke, die sich wirklich gut dann auch entwickelt haben. Und in dieser Gesamtgemengelage muss man natürlich immer schauen, wie breit ist der Kader, welche Möglichkeiten hat man. Da sind wir immer im Austausch. Also da sind wir natürlich permanent, beobachten wir den Markt, schauen, was ist grundsätzlich möglich. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, wir haben es bei der Jahreshauptversammlung gesehen, der Verein hat Kalenderjahr mit 3,6 Millionen Verlust abgeschlossen. Das heißt, wir haben auch deutliche Einsparungen im Sommer bei der ersten Mannschaft gesehen. Man muss dann am Ende auch schauen, was finanziell im Winter wirklich auch möglich ist. Trotzdem, Markus Uhlig hatte jetzt letzten Sonntag bei der nachfolgenden Jahreshauptversammlung, wo quasi er und der Aufsichtsrat um André Helf entlastet worden sind, hat er gesagt, man setzt sich zusammen und guckt, dass man noch Möglichkeiten findet. Ja, das ist ja ein permanenter Austausch, der da ja auch immer stattfindet. Ne? So, wo man auch mal Ideen vorstellt, Spieler, die uns vielleicht sofort auch weiterhelfen könnten, die man auf dem Zettel hat. Aber wir sind vielleicht auch in einer gewissen Phase einer Konsolidierung. Und am Ende muss dann der Verein oder muss man gemeinsam schauen, ob finanzielle Mittel dann da sind, um sich zu verstärken in der Winterpause. Wir haben hier im Talk super oft natürlich über die Stürmerposition gesprochen. Wenn man jetzt Ingolstadt als Beispiel nimmt, so einen Testrot, einen Spieler wie den, hätte man noch in Essen sicherlich auch gern, oder nicht? Ja, Paco ist natürlich schon ein sehr erfahrener Spieler. Ich glaube, sie haben für ihn sogar Ablöse bezahlt, verdient, glaube ich, dort auch nicht so schlecht. Das darf man ja auch nicht vergessen bei der Bewertung einer Stürmerposition, dass dafür auch vielleicht nochmal mehr Mittel erforderlich sind als auf einer anderen Position. Aber grundsätzlich haben wir mit Leo Wonitsch natürlich auch ein spannendes Talent in unseren Reihen, der sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht in seiner Entwicklung, aber schon tolle Ansätze gezeigt hat. Wir haben mit Ron Berlinski einen Typ Fußballer, der diese Hafenstraße, ich glaube, mehr als lebt, der da ganz viel Energie in jedes Spiel reinbringt. Mit Moussa Dombouya so dieses typische Wandstürmerprofil, der zwischendurch vielleicht mal einen kleinen Durchhänger hatte nach seinem ja wirklich passablen Start, nach einer sehr guten Vorbereitung. Würde ich auch noch nicht komplett abschreiben. Also da ist schon auch von unserer Seite Vertrauen in den Kader. Aber klar, überlegt man immer, ob was möglich ist. Ne? Und das ist schon auch eine Schlüsselposition. Es gibt natürlich auch einige Verträge, die im Sommer auslaufen. Wir haben jetzt gerade schon über Felix Götze gesprochen. Du hast es gesagt, sehr wichtiger Spieler, auch oft gelobt hier im Laufe der Saison. Ja. Einer, den man auch gerne sicherlich länger an der Hafenstraße spielen sehen würde, oder? Ja, ich glaube, man merkt bei Felix, dass er sich unheimlich wohl fühlt bei RWE. Wohnt in Dortmund, teilweise seine Familie ist hier. Man merkt ihm seine Lust, seine Spielfreude generell an, sowohl ich sag mal, auf dem Platz als auch in der Kabine. Das heißt, eine totale Identifikation mit RWE da. Und deswegen hoffen wir, dass wir uns Hoffnung machen können, dass er weiter für RWE auflaufen wird. Aber Fakt ist natürlich auch, sein Vertrag läuft aus. Wir haben uns verständigt, dass wir uns im neuen Jahr zusammensetzen werden und dann gucken, ob wir zusammenkommen. Ihr arbeitet bei RWE ja quasi im Duo. Zusammen mit Christian Flüthmann. Mhm. Vielleicht kannst du einmal erläutern, wie genau da so die Zusammenarbeit läuft, wo so welche Aufgabengebiete. Jetzt haben wir halt mal die Chance, du bist hier, dann kannst du es mal vielleicht besser erklären. Wie ist das so aufgeteilt? Wie arbeitet man da zusammen? Ja, grundsätzlich in einem Profiverein sind ja ganz vielfältige Aufgaben, auch rund um das Sportliche zu bewältigen. Christian hat so die Gesamtverantwortung. Dazu gehört NLZ, zweite Mannschaft, der Breitensport, Infrastrukturthemen, das ist alles grundsätzlich bei ihm konkret verortet und bei mir ganz speziell die erste Mannschaft. Das ist das, was ich bei Viktoria Köln ja jetzt dann auch schon einige Jahre gemacht habe. Und so haben wir uns das Ganze aufgeteilt und trotzdem gibt es ja auch immer wieder Themenüberschneidungen in vielen Bereichen, wo wir uns gemeinsam dann auch absprechen. Mhm. Ja, Viktoria Köln, gutes Stichwort. Bisschen anders als RWE. Vielleicht kannst du mal sagen, wie fühlt es sich an, für einen Verein zu arbeiten, der, ich sage jetzt einfach mal,
provokant. Ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Power, Wucht mitbringt. Vielleicht auch, wie man eben diese überdimensionale Emotionalität, ja, die ja sowohl ins Positive als auch ganz schön ins Negative herrscht, wie man das dann so wahrnimmt. Mhm. Und wie du damit umgehst. Genau, ja. Ja. Also grundsätzlich war mein Wunsch, für einen großen Verein, für einen Traditionsverein arbeiten zu dürfen. Deswegen bin ich total dankbar und stolz, dass ich für RWE arbeiten darf, sage ich mit voller Überzeugung. Habe da einen ganz tollen Verein kennengelernt und ich glaube, dass hier einfach mit dieser positiven, ja, Emotion der Fans und mit dieser positiven Stimmung, wenn man das eben auf den gesamten Verein übertragen kann, dass sich da auch was richtig Gutes entwickeln kann. Und diese Chance sehe ich hier einfach. Und deswegen bin ich hier und habe da jeden Tag noch immer ganz viel Spaß bei der Aufgabe, hier was zu entwickeln, alle gemeinsam. Und das waren so die Beweggründe, warum ich gesagt habe, nach den vielen Jahren bei Viktoria, wir sind aufgestiegen, ähnlich wie RWE, haben den Verein da in der dritten Liga etabliert, auch da ein junges Team aufgebaut, viele Spieler aus dem eigenen NLZ eingebaut, den einen oder anderen spielt dann jetzt auch höher, dann wenn ich an Kai Klefisch denke, Yusuf Amin, die dann auch ihren Weg gemacht haben. Aber für mich war es dann irgendwann an der Zeit, auch mal den Schritt rauszuwagen, was Neues anzufangen. Und da glaube ich einfach, dass hier bei RWE einfach, ja, viel möglich ist. Dass natürlich der Wettbewerb in der dritten Liga, du hast es angesprochen, extrem hart ist, dass du viele Mannschaften hast, die einen deutlich höheren Etat haben als RWE, dass man da sehr, ja, sehr detailliert, sehr strukturiert arbeiten muss, um vielleicht einen Wettbewerbsvorteil zu haben, ist auch klar. Aber das ist auch eine spannende Herausforderung, der wir uns alle sehr gerne stellen. Ich finde, gerade dritte Liga hört man immer wieder, ist eine besondere Liga, gilt vielleicht auch in den finanziellen Begebenheiten. Also wenn ich die Kluft zwischen dritter und zweiter Liga vergleiche, das ist ja schon wirklich krass. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass die dritte Liga so eng ist. Aber hilft es, dass du die dritte Liga schon so gut kennst? Oder, also anders gefragt, ist es einfacher, in der dritten Liga zu arbeiten, wenn man sie schon kennt? Wie besonders ist die Liga wirklich? Ich glaube schon, dass sie speziell ist. Und ich glaube, dass es ein Vorteil ist, wenn man ja schon länger in der Liga gearbeitet hat. Weil jede Liga hat so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, Gegebenheiten. Natürlich war es ein Vorteil, als ich jetzt im April kam, dass ich den Markt auch für die dritte Liga, denke ich, gut kenne. Aber es ist wirklich speziell. Man hat es gesehen, jeder kann jeden schlagen in dieser Liga. Es ist total ausgeglichen, dass jetzt Waldhof Mannheim so weit unten steht, hätten die auch nicht mitgerechnet. Ist jetzt für sie auch ein ganz harter Kampf, dass andere Mannschaften wie dann Verl dann aber auch überraschen können und jetzt auf 3 stehen, zeigt, dass es auch eben mit guter Arbeit möglich ist, was Besonderes zu erreichen. Aber nochmal, ich habe es gesagt, wir tun gut daran, erstmal die nächsten 4 Spiele zu spielen und dann zu gucken, wo wir stehen. Guter Hinweis. Lass uns noch kurz aufs nächste Spiel blicken. Sandhausen, gerade schon angeklungen. Hatte man vielleicht auch ein bisschen anders erwartet am Anfang der Saison, aber wie gesagt, dritte Liga, man weiß irgendwie nie so ganz. Am Samstag gegen Sandhausen, was erwartet ihr für ein Spiel? Ja, ich hatte es vorhin angedeutet, eine teure Mannschaft, gespickt mit Spielern mit sehr viel Erfahrung drin. Ein Verein, der viele Jahre in der zweiten Liga sich gehalten hat. Das heißt, da ist auch eine gewisse Erfahrung im Verein vorhanden. Grundsätzlich müssen wir wieder unsere Qualitäten auf den Platz bekommen. Das wird, denke ich, ganz wichtig sein. Noch mehr Konzentration, Fehlervermeidung, wir hatten es angesprochen, trotzdem bei unserem Spiel zu bleiben, weiter gut hinten raus zu spielen, dann vielleicht wieder die eine oder andere Chance mehr zu kreieren und dann aber auch zu nutzen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, man muss auf Rufen Hennings aufpassen. Der ist verdammt gut, der kommt immer besser in Form. Ja, ja. Definitiv. Auch so ein Stürmer. Ja. Ich habe mit Rufen beim HSV sogar noch ein Spiel zusammen gemacht. Wir haben damals beide im Internat gewohnt. Toller Mensch, super Fußballer. Hat sich für die Aufgabe Sandhausen entschieden. Mit 36 noch solche Leistungen zu bringen. Ich glaube, jetzt hat er 6 Tore, meine ich. Ja, zuletzt kam er ordentlich in Fahrt. Ne? Ja, genau, 6 Tore schon. Da ziehe ich einen Hut vor, in dem Alter noch solche Leistungen zu bringen. Mhm. Aber wir haben ja auch die Defensive von Essen schon häufig gelobt und man hat ja auch einen sehr guten Torwart zwischen den Pfosten, muss man ja auch sagen. Und Musti hat auch schon bewiesen, dass er es kann. Also auch bei Götzes Ausfall. Ja.
Genau. Also gucken wir mal. Vertrauen in die Mannschaft ist auf jeden Fall da. Ja. Alles klar, ich glaube, dann können wir das Ganze mal hier langsam zum Ende bringen. Wir schauen uns natürlich das Sandhausen-Spiel an. Wie immer wird es hier im Talk analysiert. Ich sage nochmal danke, dass du da warst. Hat danke, Spaß gemacht. Wir freuen uns. Dir. Dankeschön. Nochmal die Erinnerung an euch, der Live-Podcast, die Live-Podcast-Aufnahme mit Markus Uhlich am Mittwoch. Seid gerne dabei und schaltet beim nächsten Mal beim Talk wieder ein. Und sonst alle Infos rund um Rot-Weiß Essen auf watz.de, reviersport.de. Den Talk findet ihr auch bei YouTube. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.